Guten Morgen und herzlich willkommen zur Abschlussveranstaltung unseres Lehrprojektes zum Thema Welche BürgerInnen braucht die Demokratie? Mein Name ist Anna Soestdorf, ich bin Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin und ich forsche und lehre im Bereich digitaler und politischer Bildung an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Mit meinen beiden Kollegen Jonathan Seim und Alice Selimi vom Institut für Philosophie durfte ich dieses Lehrprojekt durchführen. Ich freue mich sehr darüber und ich freue mich, dass wir heute alle studentischen Projekte im Rahmen dieses Lehrprojektes näher kennenlernen werden. Worum geht es genau? Wir haben uns bemüht, Antworten auf die Frage zu bekommen, welche BürgerInnen braucht die Demokratie? Dazu haben wir seit Oktober Fragen rund um politische Teilhabe im Rahmen eines wöchentlichen Seminars, eines Blog-Seminars und einer Vortragsreihe gemacht mit WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen. Zum Ende der Vortragsreihe gab es eine Diskussionsrunde mit AkteurInnen aus Politik und Zivilgesellschaft. Natürlich das alles digital, so wie auch heute digital. Auf guten Input wollen wir auch heute nicht verzichten. Und daher freuen wir uns sehr, dass wir zum einen Frau Isabel Strauß von der Stabsstelle Bürgeruniversität der Heinrich-Heine-Universität hier bei uns haben, die ein paar Begrüßungsworte an uns richten wird. Hallo Isabel. Genauso gespannt sind wir auf einen Impuls und der Gelegenheit für eine Diskussion zum Thema mit dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller. Hallo Herr Keller. An Sie beide ein herzliches Willkommen, an unsere Gäste, an unsere Studierenden, an unsere Zuschauer, alle und alle ein herzliches Willkommen. Ohne weitere große Umschweife möchte ich damit das Wort an Frau Strauß richten. Ja, erstmal auch von meiner Seite her guten Morgen an Sie alle. Ich freue mich sehr, dass ich Sie an diesem Samstag ganz herzlich im Namen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und auch der Bürgeruniversität, die ich heute hier vertrete, zur Online-Tagung Welche BürgerInnen und Bürger braucht die Demokratie begrüßen zu dürfen. Ganz besonders gilt mein Gruß und auch mein Dank dem Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Herrn Dr. Stefan Keller, der sich ja heute Morgen auch Zeit für die Veranstaltung nimmt und einen Impulsvortrag zum Auftakt der Tagung beitragen wird. Ja, wie Sie vielleicht wissen, oder das wissen Sie natürlich, basiert die Tagung ja auf dem Lehrprojekt mit dem gleichen Titel, das aber von der Bürgeruniversität der HU gefördert wurde. Und ich muss sagen, wenn wir uns von der Bürgeruniversität ein Projekt wünschen dürften, dann wäre es genauso ein Projekt wie das Projekt, das eben hier heute seine Ergebnisse bei der Tagung vorstellt. Und das natürlich nicht nur, weil es den Begriff der Bürgerin oder des Bürgers im Namen trägt, sondern auch, weil es ganz diesen Leitgedanken der Bürger Universität verpflichtet ist. Aber vielleicht will ich jetzt mal ganz noch was dazu sagen, was wir als HU eigentlich meinen, wenn wir sagen, wir sind eine Bürgeruniversität. Für uns heißt das, dass wir als Universität aktiv den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft suchen und dass wir auch einen Ort des Dialogs zwischen diesen beiden Welten schaffen wollen. Und das fördert die HU ideell, aber eben auch finanziell. Unser Ziel ist es dabei vor allem, zu mehr Transparenz von Wissenschaft beizutragen und auch Vertrauen zu stärken, indem wir eben Einblick in unsere Forschung, in die Ergebnisse, aber auch in wissenschaftliche Prozesse geben. Und wir wollen diese kritisch mit der Öffentlichkeit reflektieren, das heißt also auch Impulse aus der Gesellschaft aufnehmen und diese wiederum in unserer Forschung und auch in unserer Lehre aufgreifen. Es geht also neben dem Dialog auch ganz viel darum, Partizipation zu ermöglichen an einer immer stärker durch Wissen und Wissenschaft geprägten Gesellschaft. Und letztendlich ist auch unser Ziel damit, zu einer Demokratisierung der Wissenschaften beizutragen. Und eben zu all diesen Leitideen trägt Ihr Projekt ja ganz wesentlich bei. Ja, und das hat natürlich sehr viel mit dem Thema zu tun, aber auch mit der Herangehensweise, dass das Projekt interdisziplinär ausgelegt ist. Die Fragestellungen werden aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, aber dass sie sich auch aus dem Campus heraus öffnen und mit AkteurInnen außerhalb der Universität kooperieren. Und natürlich ist es auch das Ziel, dass ganz der Bürgeruni entspricht, mit Studierenden an gesellschaftlich relevanten Fragestellungen zu arbeiten und mit Politik, Zivilgesellschaft, aber auch der Öffentlichkeit in einen breiteren Diskurs zu treten. Und ganz nebenbei, das ist natürlich für uns als Bürgeruniversität auch toll, können Sie als Studierende auch Erfahrungen in der Kommunikation über Wissenschaft sammeln. Und Sie haben auch die Möglichkeit, über Ihre eigene Rolle als Teil einer BürgerInnengesellschaft zu reflektieren.
Ja, und all das mündet ja in dieser Tagung, auf der dann eben diese Ergebnisse einem breiteren Publikum vorgestellt werden und auch diskutiert werden sollen. Und hoffentlich werden die so entstehenden Impulse dann auch wieder in unsere Universität zurückgetragen. Was mir dabei auch wirklich ganz wichtig ist, ist, dass solche Projekte natürlich vom Engagement der beteiligten WissenschaftlerInnen und auch unseren Studierenden leben, die oft über das übliche Maß eben hinausgeht. Und sie leben auch vom Engagement der Personen aus Zivilgesellschaft und Politik, die sich in einem solchen Projekt einbringen. Und das ist eben nicht selbstverständlich und das weiß unsere Universität auch sehr zu schätzen. Und natürlich lebt es auch von dem Engagement und auch von einer dialogbereiten Öffentlichkeit, also den besagten BürgerInnen. Ja, und für dieses Engagement möchte ich mich wirklich sehr herzlich bei der Projektleiterin Dr. Anna Soestdorf bedanken, die ja der Bürgeruniversität in ganz vielen Facetten verbunden ist, aber auch der Initiatorin Katharina Gerl und dem gesamten Team Jonathan Seim und Adi Selimi, aber auch bei den Studierenden und eben allen weiteren an der Lehrveranstaltung und am Rahmenprogramm beteiligten KooperationspartnerInnen. Und natürlich auch allen Ihnen, liebe Teilnehmende zu Hause an den Bildschirmen, für Ihr Interesse an der Veranstaltung und auch dem Thema. Ja, in diesem Sinne bleibt mir nur noch uns allen eine interessante Tagung und einen spannenden Samstagvormittag zu wünschen. Und es obliegt mir auch gleich, an Herrn Keller für seinen Impulsvortrag zu übergeben. Vielen Dank. Ja, dann übernehme ich hier einfach den Staffelstab bzw. das Mikro und den Bildschirm. Sehr geehrte Frau Soestdorf, sehr geehrte Frau Strauß, liebes Organisationsteam des Lehrprojekts, liebe Teilnehmende, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke zunächst einmal ganz herzlich für die Einladung, heute Morgen hier bei Ihnen sein zu können. Ich habe das wirklich auch gerne angenommen, weil ich auch gerne aus der kommunalpolitischen Arbeit und der Praxis berichten möchte. Und ich erlaube mir dann gleich vielleicht auch noch den ein oder anderen Werbeblock für kommunalpolitisches Engagement einzuflechten bei den Gedanken, die ich so rund um das Thema, welche Bürgerinnen braucht die Demokratie, mit Ihnen teilen möchte heute Morgen. Es freut mich wirklich außerordentlich, dass es überhaupt dieses interdisziplinäre Lehrprojekt gibt, dass unterschiedliche Fachbereiche auch aus der Heinrich-Heine-Universität kooperieren. Das ist absolut begrüßenswert. Und wenn dann auch noch die Bürgeruniversität dazukommt, dann wird daraus eine wirklich runde Sache. Ich persönlich finde die Bürgeruniversität an sich schon als eine extrem lobenswerte Einrichtung. Sie macht es den Menschen eben leicht, in den Austausch mit der Wissenschaft zu kommen. Das ist eine echte Bereicherung auch für den Bildungs- und Wissenschaftsstandort Düsseldorf. Und ich habe auch im Gespräch mit der Rektorin gleich nach meinem Amtsantritt gesagt, das ist eine hervorragende Initiative, um die Universität und das Thema Wissenschaft auch viel stärker noch in der Stadtgesellschaft in Düsseldorf zu verankern. Deshalb freue ich mich, dass das heute auch eine Kooperation mit der Bürgeruni ist. Und bei einem Projekt, das sich der Frage von Bürgerrechten, von Bürgerbeteiligung und Demokratie widmet, lohnt sich, glaube ich, erst recht eine breite Beteiligung und eine breite Diskussionsbasis. Und ich möchte ganz gerne die Leitfrage Ihres Projektes aufgreifen, welche Bürgerinnen braucht die Demokratie? Und ich gebe zu, ich habe ein bisschen gestutzt, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, denn die Frage ist, glaube ich, durchaus provokant, denn wenn man sie weiterdenkt, dann rüttelt sie ein bisschen am Kern auch unseres Verständnisses von Demokratie. Wenn man es wirklich ernst nimmt, dann könnte diese Frage implizieren, dass einige Bürgerinnen und Bürger vielleicht, man mag das kaum aussprechen, aber dass sie vielleicht brauchbarer für die Demokratie seien als andere. Oder man kommt an die Frage, kann eine Demokratie funktionieren, die möglicherweise ein Ranking innerhalb der Bürgerschaft erstellt, die sich gar als letzten und vielleicht allerletzten Schritt erdreistet, Bürgerinnen und Bürger auszuschließen vom politischen Diskurs. Und die Frage drängt sich auf, kann man dann überhaupt noch von einer Demokratie sprechen? Aber vielleicht meint die Frage auch ganz einfach die Vorstellung eines Gegensatzes von Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern auf der anderen Seite. Oder wird damit vielleicht einfach die Frage nach dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger
gefragt etwa dem Einsatz für Demokratie, für das Staatswesen und für das Gemeinwohl. Ist die Frage ein Aufruf, nicht nur am Wahltag seine Stimme abzugeben, sondern vielmehr auch in den folgenden 4 oder 5 Jahren einer Wahlperiode mitzuarbeiten am demokratischen Staatswesen und die Arbeit eben nicht nur den gewählten Politikerinnen und Politikern zu überlassen. Und man könnte es sich relativ einfach machen. Ich glaube, da würden wir sehr schnell Konsens finden, wenn wir sagen, unsere Demokratie braucht aufgeklärte, interessierte, informierte, engagierte Bürgerinnen und Bürger. Sie braucht Bürgerinnen und Bürger, die sich einbringen. Und ich persönlich als Mensch, als Oberbürgermeister, würde mir natürlich wünschen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger genauso sind. Und gerade aus der kommunalen Perspektive ist das wünschenswert, viele an seiner Seite zu wissen, denen ebenfalls der Einsatz für das Gemeinwohl am Herzen liegt. Aber die Frage ist ja, darf ein Politiker wie ich überhaupt darüber nachdenken, welche Bürgerinnen und Bürger ich mir wünsche? Und wenn man mal zurückblickt wenn man zurückgeht an die Wurzeln der Demokratie in der antiken griechischen Polis und damit eben auch in die Kommune, dann stellt man fest, dass auch damals als Bürgerinnen und Bürger wirklich zum ersten Mal in den Genuss echter bürgerlicher politischer Rechte kamen, dass auch in dieser Zeit sozusagen schon die Frage gestellt wurde, wer ist eigentlich Bürger und wer ist berechtigt, tatsächlich Bürgerrechte wahrzunehmen. Zwar wurde damals sozusagen die Tyrannis des Einzelnen beendet durch die Herrschaft des Volkes, die Kratia des Demos, des Dorfbewohners, des Bürgers einer kleinsten Verwaltungseinheit. Aber schon, wenn ich an dieser Stelle nur vom Bürger spreche, dann habe ich da nicht vergessen, etwa zu gendern, sondern wir müssen uns bewusst sein, dass in dieser Zeit tatsächlich nur Männer und nur männliche Vollbürger tatsächlich mitbestimmen durften und dass Frauen beispielsweise, aber auch Sklaven etwa von den Bürgerrechten ausgeschlossen waren. Und Aristoteles als einer der großen Vordenker dieser Zeit hat diese Ungleichheiten auch tatsächlich gerechtfertigt. Und auch ein mittelalterlicher Denker wie Thomas von Aquin stand dem Volk durchaus misstrauisch gegenüber. Und wenn wir uns mal vor Augen führen, seit wann wir eigentlich im Vollbesitz bürgerlicher Freiheitsrechte sind, dann muss man sagen, das Frauenwahlrecht beispielsweise gibt es erst seit Ende des Ersten Weltkrieges. Es ist also eine Errungenschaft des letzten Jahrhunderts, wenn man so will. Und in der langen Zeit der Geschichte sind echte Mitbestimmungsrechte oder gar demokratische Rechte der Masse der Menschen wirklich vorenthalten worden. Wir können uns, glaube ich, alle noch nicht erinnern, aber wir kennen es aus dem Geschichtsunterricht, das preußische Dreiklassenwahlrecht, das die Stimmen nach dem Steueraufkommen gewichtete. Und das führte zum Beispiel zu der aus heutiger Sicht völlig absurden Situation, dass Alfred und Friedrich Alfred Krupp bis 1894 noch ein Drittel der Stadtverordneten im Stadtrat der Stadt Essen bestimmen durften. Eine Vorstellung, die wir heute ganz und gar zum Glück nicht mehr akzeptieren wollen. Und das ist genau das, was nicht funktionieren kann. Wenn man die Leitfrage des heutigen Tages konsequent zu Ende denkt, dann würde man ja tatsächlich einigen Menschen das Recht absprechen, Teil der Demokratie zu sein. Und das ist, glaube ich, eine sehr gefährliche Angelegenheit. Und wenn wir in unsere ganz jüngere Geschichte zurückschauen, dann wissen wir, welche Gefahren damit verbunden sind, wenn man Bürgerrechte nicht als gleiche allgemeine Rechte versteht. 1935 beispielsweise das Reichsbürgergesetz der Nazizeit unterstellte Jüdinnen und Juden, und ich zitiere aus diesem Gesetz, nicht in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Das ist also eine Entwicklung, der wir auch heute noch immer engagiert entgegenwirken müssen. Unser Staat heute, unsere Demokratie ist wehrhaft und sie ist deshalb auch erfolgreich, weil wir gleichzeitig auch einen starken Rechtsstaat haben, weil die Aberkennung von Bürgerrechten beispielsweise nur ganz, ganz engen Grenzen unterworfen ist. Da braucht es wirklich gravierende Gründe, um uns allen das allgemeine gleiche und freie Wahlrecht beispielsweise absprechen zu können. Dazu kommt, dass Wahlen in Deutschland dem Grundsatz unterliegen, allgemein unmittelbar frei, gleich und geheim zu sein. Und damit ist jede Stimme
eben gleich viel wert. Jede Bürgerin und jeder Bürger ist in Deutschland gleichberechtigt. Wir haben darüber hinaus keine Wahlpflicht in Deutschland. Im Gegensatz zu manchem anderen Land, Bürgerinnen und Bürger, ist man also nicht erst dann, wenn man seine Stimme beisteuert, sondern man hat durchaus auch die Freiheit, sich zurückzuhalten. Es besteht keine Pflicht, sich als Bürgerinnen und Bürger für die Demokratie einzusetzen oder auch nur einzubringen. Aber trotzdem, die Demokratie kann und darf sich die Bürgerinnen und Bürger nicht aussuchen. Sie kann aber, und das ist eine ihrer zentralen Aufgaben, und ich glaube auch unsere heutige Veranstaltung dient diesem Zweck, sie kann aber die Menschen ertüchtigen, für ihre Aufgaben als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger vorbereitet und gewappnet zu sein, durch entsprechende Bildungsangebote in der Schule, in der Universität und in der außerschulischen Bildung. Und ich möchte Sie natürlich ermuntern, sich für die demokratische Staatsordnung, für unser Gemeinwesen insgesamt einzusetzen. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, gerade mit jungen Menschen wie Ihnen, darüber ins Gespräch zu kommen, wie das gehen kann, wie man sich tatsächlich für unsere Demokratie einsetzen kann, für unsere Verfassung, für unseren Staat und natürlich auch hier in Düsseldorf ganz konkret für unsere Stadt. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Demokratie tatsächlich täglich neu erarbeitet und gelebt werden muss und das tatsächlich von möglichst vielen. Und ich bin dankbar für jeden oder jede, der mitarbeitet in den engeren Grenzen der Kommunalpolitik, aber auch in Vereinen, in anderen Institutionen und sich damit eben für das Gemeinwesen engagiert. An dem Vormittag heute bietet sich die Gelegenheit vielleicht, weil ich bin nun mal der als Oberbürgermeister Teil der Kommune, ihren Blick auf die kleinste politische Einheit, nämlich auf die kommunale Ebene zu lenken. Und die Frage, welche Bürgerinnen braucht die Demokratie, könnte man dann präzisieren im Sinne von, welche Bürgerinnen braucht die Kommune. Denn nicht zuletzt gilt ja die Kommune, die Gemeinde als die Schule der Demokratie. Hier beginnen viele politische Karrieren. Hier kann man die ersten unmittelbaren Erfahrungen auch mit Demokratie und einem demokratisch verfassten Gemeinwesen sammeln. Max Weber hat in seinem Werk unterschieden zwischen den Berufspolitikern und den nebenberuflichen Politikern. Und außerdem führte er den sogenannten Gelegenheitspolitiker ein, zu dem er uns quasi alle gemacht hat. Er sagte, um Gelegenheitspolitiker zu sein, reicht es gelegentlich, unseren Wahlzettel abzugeben oder auf andere Weise eine politische Willensäußerung abzugeben. Und auf der kommunalpolitischen Ebene kann diese Aufgabe des Gelegenheitspolitikers oder der Gelegenheitspolitikerin, wenn man sie wirklich ernst nimmt, schon einmal eine echte Herausforderung sein. Denn heute sind gerade die Kommunen genau die politische Ebene, die es den Bürgerinnen und Bürgern besonders einfach macht, sich zu beteiligen. Die Kommunen machen besonders viele Angebote zur politischen Partizipation. Und die Hürden, sich hier einzubringen, sind wohl auf kommunaler Ebene noch viel niedriger als etwa auf Landes-, Bundes- oder gar europapolitischer Ebene. Von Wahlen über Bürgerbegehren und Beteiligungsverfahren bis hin zur Mitgliedschaft in einer Partei gibt es eben eine Vielzahl von Partizipationsmöglichkeiten. Und das Bürgerrecht ist wohl kaum vielfältiger und wohl auch intensiver ausgestattet als auf kommunaler Ebene. Und wir stellen fest, dass diese Wege nicht gleichermaßen genutzt werden. Die meisten Menschen von uns haben zwar schon mal an einer Kommunalwahl teilgenommen, aber nur ein ganz geringer Teil hat sich beispielsweise schon einmal in einer Bürgerinitiative beteiligt. Wir haben das mal erhoben in unserer kommunalen Sozialberichterstattung und haben da festgestellt, das ist eine Erhebung von 2016, dass 67% aller Menschen schon einmal an einer Kommunalwahl teilgenommen haben, aber nur 7% haben überhaupt jemals an einer Gremiensitzung, also etwa einer Bezirksvertretung, einer Ratssitzung, einer Ausschusssitzung teilgenommen. Und nur 13% der Menschen haben sich jemals in einer Bürgerinitiative engagiert. Wenn wir aber die formalen Voraussetzungen betrachten, dann gibt es auch hier wieder keine andere politische Ebene, an der Partizipation auf einer so breiten Basis steht. Bei Kommunalwahlen dürfen zum Beispiel schon die 16-Jährigen wählen, so früh wie auf keiner anderen Ebene. Und außerdem sind bei den Wahlen zur Kommune nicht nur die Deutschen, sondern auch diejenigen,
die eine Staatsangehörigkeit der Europäischen Union, also eines Mitgliedstaats der Europäischen Union haben, aktiv und passiv wahlberechtigt. Und außerdem, die Stimme des Einzelnen hat auf der kommunalen Ebene ein höheres Gewicht als auf Bundes- und Landesebene. Es braucht nämlich nur wenig Wählerinnen und Wähler, verhältnismäßig weniger Wählerinnen und Wähler, um ein Mandat zu erringen. Das liegt daran, dass wir auf der kommunalen Ebene keine Sperrklausel haben, wie bei den Bundestagswahlen, wo nur die Parteien ins Parlament kommen, die tatsächlich über 5% springen. In Düsseldorf zum Beispiel hat es im letzten Jahr ausgereicht, 2100 Stimmen zu bekommen, um ein Stadtratsmandat zu gewinnen. Das war beispielsweise ein Mandat für die Klimaliste, die mit 2124 Stimmen, das sind 0,8%, in den Stadtrat eingezogen ist. Und wenn man das mal vergleicht, das Ergebnis eines Bundestagswahlkreises aus der letzten Bundestagswahl von 2017, da hatte der Erstplatzierte insgesamt 27.000 Stimmen Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, um an der Stelle zu gewinnen. Das heißt, hier war der sozusagen, hier ist die Anstrengung oder die Hürde viel, viel höher als auf kommunaler Ebene. Und das ist dann manchmal so ein bisschen schade, dass gerade auf kommunaler Ebene die Wahlbeteiligung so gering ist. Denn im Verhältnis zur Bundestagswahl fällt das wirklich deutlich ab. Wir hatten bei der letzten Wahl 2020 52%, die sich an der allgemeinen Kommunalwahl beteiligt haben. Nur zum Vergleich, bei der Bundestagswahl 2017 waren es in Düsseldorf 76%, die sich hieran beteiligt haben. Aber wie ich habe das eben schon gesagt, auf kommunaler Ebene geht es eben nicht nur um das Thema Wahlen und die Gelegenheitspolitik im Sinne von Max Weber, sondern es gibt eine ganze Vielzahl von Möglichkeiten, sich darüber hinaus zu engagieren. Wir haben beispielsweise eine ganze Reihe von Beiräten, die bestimmte Interessengruppen bündeln, so etwa den Integrationsrat, der die politische Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte sicherstellen soll. Wir haben den Jugendrat als Vertretung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir haben den Behindertenrat, wir haben den Seniorenrat. Und diese Beiräte bringen eben eine weitere Perspektive in die Kommunalpolitik. Sie machen Kommunalpolitik auch diverser. Und das sind ganz wichtige Gremien, die eine gesetzliche Verankerung haben und deren Positionen in der täglichen Arbeit in der Kommune auch wirklich Berücksichtigung finden. Und bis auf den Behindertenrat, der etwas anders zustande kommt oder zusammengesetzt ist, sind alle diese Gremien auch direkt gewählt. Das heißt, sie verfügen über eine eigene demokratische Legitimation und auf anderen politischen Ebenen als der Kommune sucht man wohl ähnliche Gremien mit diesem Einfluss vergebens. Parteien spielen natürlich auch in der Kommune eine große Rolle, aber wenn ich dazu vielleicht noch ein paar Ausführungen machen darf, die bieten natürlich die Möglichkeit, sich allgemeinpolitisch oder auch kommunalpolitisch zu engagieren. Und oftmals ist es eben so, dass der Weg in den Stadtrat, also der Weg zu einem kommunalen Mandat, natürlich auch über die Parteien führt. Aber anders als viele glauben, sind Parteien keinesfalls geschlossene oder sogar elitäre Zirkel. Ich glaube sogar, dass das Gegenteil der Fall ist. Parteien sind gerade in der heutigen Zeit wirklich extrem dankbar, wenn sich Menschen bei ihnen engagieren, wenn Menschen dazukommen und die Diskussion mit bereichern. Wir haben in allen Parteien, vielleicht am wenigsten noch bei den Grünen, aber in vielen, also in den anderen großen Parteien ist es so, dass die Altersstruktur nicht gerade so zum Besten bestellt ist und dass gerade junge Menschen hier deutlich fehlen und die Parteien eben deswegen auch sehr offen sind, gerade junge Leute zurzeit stärker zu berücksichtigen als in der Vergangenheit. Trotzdem, wir haben in 2019 in Düsseldorf eine Jugendbefragung gemacht und haben festgestellt, dass nur 7% aller Jugendlichen bereit sind oder sich aktuell in einer parteipolitischen Organisation engagieren. Und gerade weil es hier ein so großes Nachwuchsproblem gibt, freuen sich Parteien, glaube ich, gerade über jeden oder jede, der gerne mitarbeiten will und würde sie wahrscheinlich auch herzlich willkommen heißen, mitzutun an der politischen Willensbildung. Es ist auch aus meiner Sicht oder so ist meine Erfahrung verhältnismäßig leicht, dort Gehör zu finden und sich da einzubringen. Auch das schätzen viele vielleicht ein bisschen anders ein, aber
Wer schon einmal an einer Parteiversammlung teilgenommen hat, der weiß, man muss da nur ein, zwei Mal den Mund aufmachen und sich zu Wort melden mit einer klaren Meinungsäußerung und schon wird man wahrscheinlich aufgestellt als Delegierter für den nächsten Parteitag. Also das ist durchaus eine recht niederschwellige Möglichkeit, sich an der Stelle einzubringen. Und ich kann Ihnen auch die Sorge nehmen, oder ich finde auch gerade auf der kommunalen Ebene bedeutet Mitarbeit in einer politischen Partei nicht immer nur große Diskussionen um ideologische Auseinandersetzungen oder ganz große politische Linien, denn gerade hier bei uns in der Stadt sind parteipolitische Grabenkämpfe eigentlich ziemlich selten. Es dominiert ganz deutlich die Sacharbeit, denn es geht ja uns allen um die Gestaltung des konkreten Lebensumfeldes, also um die ganz unmittelbare Gestaltung der Nachbarschaft und des Viertels, in dem man lebt. Und da sind politische Auseinandersetzungen eigentlich immer sehr sachliche Auseinandersetzungen und weniger von Ideologie geprägt. Wenn Sie nicht den Weg über Parteien gehen wollen, gibt es gerade in der Kommune eben auch andere Formen der Beteiligung und viele weitere Wege, sich einzubringen, von Demonstrationen und Kundgebungen über Petitionen und Bürgerentscheide oder eine Vielzahl von Möglichkeiten der Projektarbeit. Und ich finde, gerade der Einsatz für ein konkretes Projekt kann der erste Schritt sein, auch in eine breitere politische Mitarbeit einzusteigen. Ich bin mir sicher, den meisten von Ihnen fällt beim Blick auf Ihr unmittelbares Lebensumfeld sofort etwas ein, was man verbessern könnte. Ob das ein fehlender Fahrradweg vor der Haustür ist, eine Kultureinrichtung oder ein Angebot der Jugendarbeit und sich genau damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, etwas, was für viele auch der Einstieg in ein politisches Engagement sein kann. Projektarbeit kann eben dann im Idealfall auch der erste Schritt sein, weiter am Ball zu bleiben und vielleicht auch der Politik verbunden zu bleiben und sich da auch länger zu engagieren. Wer also beispielsweise in Düsseldorf-Angermund sich für den Lärmschutz beim Bau des RRX einsetzt, der kommt vielleicht darüber dazu, dass er sich generell für Umwelt oder verkehrspolitische Themen einsetzt, und wer sich einmal für den Radweg vor seiner Haustür engagiert hat, der hat vielleicht Interesse danach auch generell daran mitzuarbeiten, dass Düsseldorf eine fahrradfreundliche Stadt wird, um sein Engagement dann eben auf eine etwas breitere Basis zu stellen. Und ich finde, gerade in der Kommune ist es eben auch möglich, sehr schnell Erfolgserlebnisse zu haben und zu sehen, dass Engagement sich entsprechend lohnen kann. Und ich bin als Oberbürgermeister, und das sage ich nicht einfach so daher, ich bin wirklich für jeden dankbar, für jeden und jede, die sich einbringt oder sich einmischt. Ich glaube, dass wir gerade als Berufspolitiker immer wieder auch die Impulse der Bürgerinnen und Bürger brauchen, um eigenes Handeln zu hinterfragen, um Positionen auf den Prüfstand zu stellen, gute Ideen aufzunehmen und eben gute Lösungen für eine Stadt auch gerade im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern voranzubringen. Ich schätze den Austausch, gerade auch den Austausch mit denjenigen, die eine andere Meinung haben. Denn der Austausch mit denjenigen, die einem nach dem Mund reden, der kommt immer von ganz alleine. Aber wichtig ist der Austausch mit denjenigen, die nochmal eine andere Perspektive einbringen. Und auch wenn man dann nicht immer jeden Wunsch erfüllen kann, ist der wertschätzende Dialog doch etwas, was wirklich ganz besonders wichtig ist. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass tatsächlich Partizipation und die Wahrnehmung von Bürgerrechten auch möglich ist, ist Aufklärung und Information. Nur Bürgerinnen und Bürger, die tatsächlich über eine breite Informationsbasis verfügen, können entsprechend mitberaten und mitentscheiden. Deshalb brauchen wir eine vernünftige Datengrundlage für alle Überlegungen und alle Entscheidungen. Wenn wir zum Beispiel in Düsseldorf jetzt an eine Diskussion gehen über den Neubau eines Opernhauses, das steht jetzt ganz unmittelbar bevor, dann brauchen wir entsprechende Daten als Grundlage über Kosten, über Baupläne, über Grundstücke, über technische Gegebenheiten. Oder wenn man sich die großen Verkehrsprojekte anschaut, über die wir in der nächsten Zeit zu entscheiden haben, beispielsweise eine Rheinbrücke für die neue Stadtbahn U81, dann müssen da alle Daten auf den Tisch, damit Bürgerinnen und Bürger
tatsächlich mitreden können. Kosten und Nutzen, Umweltaspekte, Folgen für die Deichlandschaft beispielsweise im Linksrheinischen, wenn wir da eine Brücke bauen. Auch ästhetische Fragen spielen eine Rolle. Und da sehe ich die Kommunalverwaltung, also wenn Sie so wollen, auch wieder die Berufspolitik in der Verantwortung, diese Daten tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Das ist etwas, was Ihnen vielleicht selbstverständlich erscheinen mag, aber das ist durchaus auch eine Sichtweise, die es noch vor 10 oder 20 Jahren so nicht gegeben hat. Wir mussten früher mussten sich Bürgerinnen und Bürger tatsächlich bis hin zum Klageweg mühsam Informationen und Daten einholen von ihrer Verwaltung. Das sollte vorbei sein. Aus dem Grund hat man übrigens auch bestimmte Gesetze gemacht, zum Beispiel das Informationsfreiheitsgesetz, das es den Bürgern eben ermöglicht, tatsächlich diese Daten abzufragen. Aber wir wollen in Düsseldorf ganz gezielt eine Open-Data-Politik machen. Wir wollen diese Daten wirklich proaktiv von uns aus zur Verfügung stellen, weil sie eben eine wichtige Grundlage für politische Partizipation sind. Es gibt übrigens auch hier eine Zahl, die zeigt, wie wichtig das ist, für mehr Transparenz zu sorgen, um demokratische Teilhabe zu ermöglichen. Wir haben in 2019 eine allgemeine Bürgerbefragung gemacht und da haben 62% aller Befragten gesagt, sie seien über politische Entscheidungen in Düsseldorf nicht ausreichend informiert. Das ist aus meiner Sicht ein wirklich besorgniserregender Befund und da müssen wir ganz klar entgegenwirken. Und das habe ich mir auch zur Aufgabe als Oberbürgermeister gemacht, hier tatsächlich mehr Transparenz zu schaffen. Und um dieses Ziel zu erreichen, sind wir zum Glück in der guten Situation, dass wir über die Digitalisierung eben auch wirklich viele, viele Datenbestände bereitstellen können, dass wir digitale Formate wählen können, dass wir Datenbanken öffnen können, Vorlagen, Anträge, Baupläne und anderes zur Verfügung stellen können, damit alle wirklich ein gutes Informationsniveau entsprechend haben. Und wir können, und das zeigt gerade jetzt die Pandemiezeit, wir können gerade über digitale Formate viel, viel mehr Menschen erreichen, als das früher der Fall gewesen ist, was in den letzten Monaten so ein bisschen als Ersatzlösung gemacht worden ist, dass Veranstaltungen online stattfinden, dass gestreamt wird, dass Kanäle zum Feedback geöffnet werden. Das werden wir mit Sicherheit auch weiter ausbauen, auch nach der Corona-Zeit, weil wir wirklich festgestellt haben, dass wir damit noch viel, viel mehr Menschen erreichen können als mit den klassischen Formaten, etwa einer Bürgerversammlung in einer Aula. Natürlich ist der persönliche Kontakt auch wichtig, aber wir machen über digitale Formate Bürgerbeteiligung auch eben viel bequemer und viel niederschwelliger zugänglich. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Damit können wir vielleicht auch einen großen Kritikpunkt, wenn ich nochmal auf Aristoteles zurückkommen darf, wir können vielleicht auch einen großen Kritikpunkt ausräumen. Der sah nämlich ein Problem darin, dass Wahlperioden sehr lang sein können, weil zwischen einzelnen Wahlereignissen eben der direkte Einfluss der Wählerschaft sehr schmal ist. Aber gerade durch digitale Formate, durch eine Vielzahl von formellen, informellen, direkten und indirekten Beteiligungsmöglichkeiten auch in einer Wahlperiode können wir diese Skepsis, glaube ich, ein bisschen in den Griff bekommen. Und wenn ich jetzt noch einmal zum Abschluss sozusagen wirklich versuchen würde, eine klare Antwort auch auf die Ausgangsfrage zu geben, welche Bürgerinnen und Bürger braucht die Demokratie, dann würde ich es zusammenfassen und sagen, die Demokratie braucht tatsächlich mutige Bürgerinnen und Bürger. Sie brauchen Bürgerinnen und Bürger, die Mut haben, eine Meinung zu vertreten. Sie brauchen Bürgerinnen und Bürger, die Mut haben, auch mal Gegenwind auszuhalten. Wir brauchen den Mut, Verantwortung zu übernehmen. Und wir brauchen auch Menschen, die den Mut haben, jeden Tag Rechenschaft abzulegen über ihr Handeln gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber den anderen Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist etwas, was die Demokratie auch deutlich unterscheidet, positiv unterscheidet von autoritären Staatsformen. Und deshalb ist, glaube ich, das sehr, sehr wichtig, dass wir mutige Menschen haben. Und dazu dient, diesen Mut zu
fördern und zu erhalten. Dazu dient eben auch politische Bildung und das, was wir heute hier tun. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ja, ich kann das mit dem Mutigsein jetzt direkt in die Runde geben. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Herr Keller hat sich da freundlicherweise zu bereit erklärt. Wenn Sie etwas sagen möchten, kündigen Sie das per Handzeichen gerne an im WebEx-Programm oder schreiben Sie es in den Chat, wenn Sie keine Möglichkeit haben, auf ein Mikro zuzugreifen. Dann würde ich die Frage weiterleiten. Ich würde vielleicht den Anfang machen wollen mit einem Aspekt, den ich sehr interessant fand, Ihren Ausführungen. Sie haben gesagt, dass die Stadt im Grunde sehr viele Möglichkeiten bereitstellt, auf kommunaler Ebene mitzuwirken, in verschiedenen Gremien, in verschiedenen Einrichtungen, auch informeller Art, durch Bürgergespräche beispielsweise, dass aber der Rücklauf momentan noch bescheiden ist. Also dass nur so und so viel Prozent der Leute sagen, sie haben schon mal an Gremien Sitzungen teilgenommen oder 13% sagen, ich würde mich einer Bürgerinitiative für eine bestimmte Sache beteiligen. Aus Ihrer Erfahrung und vielleicht auch aus dem, was Sie mitgenommen haben an Feedback mit in Gesprächen mit den Leuten, könnten Sie einschätzen, woran das liegt oder was wird Ihnen da gesagt? Wird da Kritik geäußert an den Instrumenten oder wird da vielleicht der Wunsch nach anderen Instrumenten deutlich? Was sind da so die Erfahrungen, die Sie in der Praxis machen, wenn quasi dieses Problem thematisiert wird? Also es gibt mehrere Ursachen. Ich glaube, viele Menschen, und das ist das, was mir immer wieder entgegenschlägt, und ist, dass sie sagen, das bringt doch sowieso nichts. Also das ist so ein bisschen diese allgemein verbreitete Politikskepsis, manche viel von Politikverdrossenheit auch gesprochen, so nach dem Motto, die da oben machen ja sowieso, was sie wollen und dann lohnt es sich nicht, sich einzubringen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es, glaube ich, immer noch einer gewissen oder dass die Angebote vielleicht noch nicht niederschwellig genug sind. Also tatsächlich mal eine Gremiensitzung aufzusuchen, einen Parteiabend zu besuchen, einer Bürgerinitiative beizutreten, das braucht einen gewissen Angang, den manche einfach scheuen. Ja, deshalb glaube ich, dass wir da noch offener werden müssen, dass wir da tatsächlich noch niederschwelliger werden müssen. Und da haben wir auch nach Instrumenten gefragt. Da können wir, glaube ich, noch, gerade über die Digitalisierung, können wir da noch sehr viel erreichen. Wir haben zum Beispiel zurzeit, oder wir diskutieren in Düsseldorf zurzeit über die Neugestaltung des Heinrich-Heine-Platzes. Das ist diese Fläche vor dem Karschhaus am Eingang der Altstadt. Und da hat es eine Bürgerbeteiligung gegeben, so wie man die klassisch macht, im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens. Da wird dann eingeladen in eine Schulaula zum Beispiel und dann können die Bürger da hinkommen, können sich Pläne anhören und anschauen und dann ihre Meinung sagen. Zu so einer Veranstaltung kommen, wenn es gut läuft, also ich würde mal sagen, kommen ungefähr 50 Leute, wenn es gut läuft, sind es auch mal 100. Dann muss es aber schon ein Thema sein, das die Stadt wirklich bewegt. Wir haben zu diesem Thema eine Online-Abfrage gemacht, an der haben sich über 800 Leute beteiligt. Da sind die Pläne online gestellt worden und die Menschen konnten abstimmen, konnten Fragen dazu beantworten, immer Einschätzungen. So, das heißt, wir haben darüber ein viel breiteres Meinungsbild bekommen, was denn wirklich gewünscht ist an dieser Stelle. Und das hat eben niemanden verpflichtet, einen Abend zu opfern und in eine Schulaula zu gehen, sondern man konnte das ganz bequem vom Sofa im Wohnzimmer aus, konnte man sich an dieser Diskussion beteiligen. Und ich glaube, da steckt ein unglaubliches Potenzial für eine breitere Beteiligung, die dann auch klarere Meinungsbilder hervorbringt, als das, was wir klassisch unter Bürgerbeteiligung verstehen. Denn wir erleben ja auch oft das Phänomen, dass bei so Veranstaltungen immer diejenigen kommen, die gerade eine sehr explizite Meinung haben. Also wenn es ein umstrittenes Projekt ist, dann kommen zu Veranstaltungen meistens diejenigen, die dagegen sind. Und diejenigen, die sagen, ach komm, da können wir ganz gut mit leben, die melden sich dann gar nicht erst zu Wort.
Und wie gesagt, da ist, glaube ich, dann hilft Digitalisierung und digitale Formate werden da in Zukunft sehr, sehr helfen. Vielen Dank für die Einschätzung. Ich habe gerade über den Chat mitbekommen, dass offensichtlich es ein Problem mit der Handmeldefunktion gerade gibt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Herr May eine Frage. Ja, das ist richtig. Ich wollte Sie, Herr Oberbürgermeister, fragen, also wir, meine Gruppe hat das Thema der Wahlpflicht und Sie sind ja in Ihrem Vortrag gerade eben darauf eingegangen, dass die niedrige Wahlbeteiligung in den lokalen Wahlen beziehungsweise in den Second-Order-Elections sehr, sehr, also niedrig ist und dass Sie das beunruhigt. Wie würden Sie dann eine Wahlpflicht, also jetzt keine Pflicht, eine Stimme abzugeben, sondern die Pflicht, in ein Wahllokal zu gehen, um halt die Beteiligung zu erhöhen. Wie würden Sie diese einschätzen? Ich bin kein Freund einer Wahlpflicht. Ich habe mal als Schüler eine Zeit lang in Australien gelebt. Da gibt es eine Wahlpflicht. Aber ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass da die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger besser funktioniert als hier. Ich glaube, dass Wahlen sind ein demokratisches Recht, das jeder von uns in Anspruch nehmen darf. Und das ist auch eine Errungenschaft. Ich werbe auch immer dafür, sich an Wahlen zu beteiligen. Aber ich glaube, man sollte niemanden zwingen. Auch das ist eine demokratische Freiheit auf der anderen Seite, auch an Wahlen nicht teilzunehmen. Es gibt ja sozusagen die Wahlenthaltung oder das Nicht-Teilnehmen an einer Wahl ist ja unter Umständen auch schon eine politische Willensäußerung, die auch aus meiner Sicht politisch absolut legitim ist oder für die es gute Gründe geben darf. Und ich finde, Wahlen sollten ein Recht sein, das man in Anspruch nehmen kann oder nicht. Das ist eben die Kehrseite auch von Freiheit. Vielen Dank. Dann hat jetzt einmal Jonathan Seim das Wort. Ja, vielen Dank erst nochmal für den spannenden Input von Ihnen, Herr Dr. Keller. Ich hätte eine Frage, die eigentlich daran anschließt. Sie hatten ja auch von der geringen Wahlbeteiligung gesprochen, also knapp über 50%. Und da würde mich einfach interessieren, wie Sie dann Ihre eigene Rolle verstehen als Repräsentant, der dann, wie ja alle anderen Repräsentanten und Repräsentantinnen ja auch, dann nur von der Hälfte der Wahlberechtigten, und da sind ja auch alle Nicht-Wahlberechtigten, also Jugendliche unter 16 oder auch Menschen, die also aus dem Ausland kommen und nicht EU-Bürger sind, sind ja auch ausgeschlossen, die aber ja vielleicht auch hier wohnen und auch Interesse daran haben, wie ihr Lebensumfeld gestaltet ist. Also wie verstehen Sie Ihre eigene Rolle vor diesem Hintergrund eigentlich? Also zunächst mal hätte ich mich natürlich gefreut, wenn mehr Menschen an der Wahl teilgenommen hätten, um tatsächlich auch die eigene demokratische Legitimation nochmal zu verbreitern. Ich glaube allerdings schon, dass auch bei einer Wahlbeteiligung von 50% oder gut 50% sozusagen es eine gewisse repräsentative Basis gibt, die dann auch eine klare politische Legitimation bedeutet. Das ist das eine. Also ich fühle mich ganz gut legitimiert in meinem Amt durch diesen Wahlakt, auch wenn sich da nur die Hälfte der Menschen dran beteiligt haben. Und trotzdem, das habe ich auch immer gesagt, und gerade bei einer Oberbürgermeisterwahl ist es so, dass man ja eine Verantwortung für die gesamte Stadt übernimmt und nicht nur eine Verantwortung denjenigen gegenüber hat, die einen in dieses Amt gebracht haben. Sondern ich fühle mich nicht nur meinen Wählerinnen und Wählern verpflichtet, sondern ich fühle mich der Stadt insgesamt verpflichtet, allen Fraktionen, die im Stadtrat vertreten sind, die ja dann nochmal ein breiteres Abbild auch der Stadtgesellschaft sind. Und das Amt des Oberbürgermeisters bringt es eben auch mit sich, dass man sich um die Stadt in ihrer Breite kümmern muss. Und das ist wirklich auch gut so. Und das ist auch mein Anspruch. Zumal man ja auch als Politiker immer den Wunsch hat oder den Ehrgeiz hat, auch diejenigen noch zu überzeugen, die vielleicht bei der letzten Wahl noch nicht mit im Boot gewesen sind. Aber nein, also ganz klar, es gibt ein demokratisches Mandat, auch für bestimmte Positionen. Ich versuche natürlich jetzt auch möglichst viel von meinem Programm umzusetzen. Dafür habe ich nun mal auch eine Mehrheit bekommen. Trotzdem weiß ich, dass
ich auch wirklich verpflichtet bin, die Belange aller Düsseldorferinnen und Düsseldorfer im Auge zu haben. Und zwar, dann bin ich bei dem nächsten Punkt, den Sie angesprochen haben, nicht nur derjenigen, die überhaupt hätten wählen dürfen und es vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht getan haben, sondern ich bin auch für diejenigen da, die eben kein Wahlrecht haben und trotzdem aber in unserer Stadt leben und ein Interesse daran haben, dass sie hier gute Rahmenbedingungen vorfinden. Ja, da würde ich dann nochmal eine Frage direkt anschließen wollen. Und zwar betrifft das etwas, das wir im Zusammenhang mit der Forderung nach mehr direkter Demokratie besprochen haben. Sie haben gerade gesagt, als Repräsentant der Stadt und auch der Stadtrat als Vertretung der Stadtgesellschaft haben Sie ja so einen allgemeinen Vertretungsanspruch. Das heißt, die gesamte Stadtgesellschaft soll in den politischen Entscheidungsprozess einbezogen werden und dazu gehören ja auch immer Abwägungsentscheidungen, beispielsweise Kostenabwägungen zwischen verschiedenen Projekten. Jetzt ist es ja so, dass bei der Forderung nach direkter Demokratie oft so Modellprojekte zu gezielten Fragen rausgenommen werden. Also beispielsweise Beteiligung an Olympia war, glaube ich, etwas, was jetzt an verschiedenen Stellen diskutiert wurde. Und ein Problem, was da ja auftritt, ist, man hat auf der einen Seite so eine singuläre Entscheidungsfindung. Also es geht jetzt nur noch um die Frage Olympia ja oder nein, jetzt mal in dem Beispiel. Da hängen ja aber ganz, ganz viele andere Fragen dran, die im Grunde letztlich in diesen Abwägungsprozess irgendwie mit eingebracht werden müssen. Also wie nutzen wir städtische Flächen, wie richten wir den öffentlichen Nahverkehr aus, etc. pp. Denken Sie, dass man das direkte demokratische Beteiligung, also Entscheidungsbeteiligung zu einzelnen Fragen trotzdem ein sinnvolles Instrument für die Entwicklung kommunaler Demokratie ist? Oder sehen Sie das eben aus diesen Gründen eher skeptisch? Nein, ich sehe das gar nicht skeptisch. Ich glaube, dass direkte demokratische Elemente, Plebiszite, Bürgerentscheide, dass die eine gute Ergänzung sein können als zu unserem repräsentativen System. Ich bin grundsätzlich schon ein Freund unserer repräsentativen Demokratie, weil ich glaube, dass tatsächlich diese komplexen Abwägungen oder dass sie bessere Entscheidungsmechanismen in der Mehrzahl der Fälle zur Verfügung stellt, als jetzt die tatsächliche plebiszitäre Einzelentscheidung. Weil eben genau wie Sie sagen, komplexe Abwägungsvorgänge besser abgebildet werden können. Trotzdem glaube ich, dass es einer Ergänzung bedarf durch plebiszitäre Elemente. Und das Beispiel Olympia ist, finde ich, ein richtig gutes für eine Frage, die sich auch absolut eignet, einem Volksentscheid, einem Bürgerentscheid zugänglich gemacht zu werden. Weil das, also wir kommen immer wieder an Punkte, wo wir sagen müssen, ein bestimmtes Projekt kann wirklich nur dann laufen, wenn es eine breite politische Mehrheit dafür gibt oder wenn es wirklich auch ein klares Votum der Menschen insgesamt gibt, das auch mitzutragen. Und so eine Olympiabewerbung gehört aus meiner Sicht dazu. Wir diskutieren gerade in der Stadt und dann komme ich vielleicht zu einem Beispiel, wo ich das für nicht so geeignet halte. Wir diskutieren im Moment in der Stadt über ein neues Opernhaus. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, das wird politisch gefordert, dass man über den Standort eines solchen Hauses einen Bürgerentscheid macht. Da hätte ich dann schon wieder Bedenken, weil mit der Standortfrage so viele Fragestellungen verbunden sind, die, wie gesagt, nicht so einfach mit Ja oder Nein zu beantworten sind, dass ich an der Stelle sagen würde, das lässt man besser beim Stadtrat, der in der Lage ist, tatsächlich auch hier sehr differenzierte Abwägungen irgendwie vorzunehmen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, sind direkt demokratische Elemente eine Bereicherung. Man muss halt sehr genau auf die Themenstellung achten, ob sie sich einem direkten Bürgerentscheid wirklich für einen direkten Bürgerentscheid wirklich eignet oder nicht. Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt einmal das Wort an die Frau Bröders übergeben. Ja, ich habe auch eine Frage an Sie. Und zwar haben wir uns im Zuge unseres Vortrages auch Ihr Instagram-Profil angeschaut. Sie sind ja auch bei Instagram.
Und dort ist uns aufgefallen, dass sie Instagram auch nutzen, um über aktuelle Themen zu informieren und die Bürger auch direkt anzusprechen. Haben Sie das Gefühl, dass der Austausch mit den Bürgern dadurch besser funktioniert? Und haben Sie vor, auch in Zukunft mehr über Ihre persönliche Instagram-Plattform zu teilen? Denn die Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, die beziehen sich ja mehr auf Corona und das Dieselfahrverbot. Vielleicht haben Sie auch vor, Themen, die die Stadt betreffen oder gerade so Umbaupläne zu teilen, damit man sich da auch gezielter daran beteiligen kann, als gerade junger Bürger. Ja, also ganz, ganz klares Ja. Ich werde auch in Zukunft sozusagen sowohl über meine persönlichen Seiten als auch über die offiziellen städtischen Accounts irgendwie über Social Media auch Beteiligung ermöglichen, Information und Beteiligung. Ich glaube, das geht heutzutage gar nicht mehr anders. Wie gesagt, ich differenziere da in meinen Aktivitäten. Wir haben, wie gesagt, die offiziellen städtischen Seiten, über die wir täglich informieren Informationen bereitstellen. Und auf meinen persönlichen Seiten wird es dann manchmal auch ein bisschen politischer. Da kann ich, also ne, da agiere ich sowohl als Privatmensch als auch als Politiker und weniger als Amtsträger. Aber das wird auf jeden Fall so bleiben. Und ich profitiere auch sehr von dem Feedback, das da kommt. Ne? Also viele Diskussionen finden eben heutzutage auch da statt. Ne? Das ist aus meiner Sicht ganz überwiegend eine große Chance. Ne? Das ist manchmal auch ein bisschen nervig, sage ich auch ganz, ganz offen, wenn unter bestimmten Posts, die ich mache, dann sich auf einmal die ganze Querdenkerlandschaft tummelt oder die Leute sind dann ja auch oftmals geneigt, da wird der Ton im Netz wird halt oft oder sehr schnell auch mal unsachlich. Das ist dann nicht so schön, aber ich finde, das muss man dann als Politiker auch ein Stück weit ertragen. Insgesamt ist das ein ganz unverzichtbares Element auch der Kommunikation mit den Menschen in der Stadt. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch zwei Wortbeiträge. Mit Blick auf die Uhrzeit würde ich dann die Rednerliste schließen und die dann jetzt noch dran nehmen. Das wäre dann als erstes der Herr Pickertz. Ja, Sie haben eben schon die quasi inhaltliche Aufgabe angesprochen innerhalb des Mandats, die man als Politiker und Amtsinhaber trägt. Viele Sachen, die man inhaltlich erreichen will, brauchen ja auch eine gewisse Zeit in der Umsetzung und das konfligiert ja teilweise mit dieser Office-Seeking-Funktion, dass man quasi innerhalb einer Amtszeit gewisse Dinge nicht fertig umsetzen kann, aber das betrachtet dann auf das Thema der Veranstaltung, also welche Bürger brauchen wir, ist dann ja diese Gratwanderung versuche ich jetzt, mich eher auf Sachen zu konzentrieren, die man schnell sieht, damit ich wiedergewählt werde, beziehungsweise damit ich öffentlich gut dastehe. Oder versuche ich irgendwie eher zu kommunizieren, dass gewisse Dinge auch länger brauchen? Also sehen Sie da eher die Politiker und Amtsträger in der Verantwortung, das besser zu kommunizieren? Oder sehen Sie die Bürger da in der Pflicht, sich besser zu informieren und nicht so oberflächlich diese Dinge zu bewerten und diese Prozesse? Ich würde immer zuerst den Politiker in der Pflicht sehen, Dinge zu erklären und für seine Position zu werben und auch dafür, für diese Geduld zu werben, dass bestimmte Dinge eben eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Ich glaube, das kann auch gelingen. Das ist eine Frage der guten politischen Kommunikation und der Transparenz auch über die Entscheidungsgrundlagen. Also Sie sprechen halt völlig ein ständiges oder ein Thema an, das bei uns in der Politik auch ständig virulent ist. Ich werde fast täglich gefragt, warum ist dies noch nicht passiert? Warum dauert jenes so lange? Wenn man den Leuten dann erklärt, warum das so ist, dann gibt es dafür auch ein großes Verständnis. Wir haben im Wahlkampf zum Beispiel geworben für einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, also für bestimmte Streckennetzverlängerungen im Rheinbahnnetz. Und so ein bisschen gibt es die Erwartungshaltung, ne? Also nächstes Jahr ist dann irgendwie, fängt der Bau einer neuen Rheinbrücke an. Wenn man dann aber mal
erklärt, auch als Verantwortlicher, wie lange diese Planungsprozesse dauern und warum die auch so lange dauern, dann gibt es meistens ein großes Verständnis dafür. Also ich finde, das kann durchaus gelingen, dass man auch eben erklärt, warum bestimmte Projekte längere Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist, wie gesagt, auch, oder das ist auch der Schlüssel dazu, dass man als Politiker nicht so der Versuchung erliegt, immer nur so auf den schnellen Erfolg zu setzen. Das ist dann auch eine Frage des politischen Geschicks, wie man vielleicht signalisiert, dass man bestimmte Themen sehr schnell anpackt, andere etwas länger brauchen. Also es ist am Ende aus meiner Sicht eine Frage der guten Kommunikation, und dafür ist dann in erster Linie der Politiker selbst verantwortlich und weniger der Bürger, der sich sozusagen die Informationen mühsam zusammenklauben muss. Dieses Thema der Langfristigkeit ist aber auch noch in einem anderen Zusammenhang, finde ich, von Bedeutung. Wir hatten ja die erste Frage eben war ja, warum engagieren sich vielleicht oder warum werden Beteiligungsmöglichkeiten nicht so intensiv genutzt, wie wir uns das wünschen? Das hat ja auch was damit zu tun, dass bestimmte Dinge sehr lange brauchen. Ne? Also wenn wir sagen, wir wollen Düsseldorf zur fahrradfreundlichsten Stadt machen, geht das eben nicht in 2 oder 3 Jahren, sondern man braucht 5, vielleicht sogar 10 Jahre, um sowas zu erreichen. Und da ist ja auch für denjenigen, der sich engagieren möchte, auch eine Hürde mit verbunden, ne? Sich tatsächlich in einen so langfristigen Prozess zu begeben. Menschen sind zumindest heutzutage eher geneigt, sich für Dinge zu engagieren, wo sie ein schnelles Feedback und einen schnellen Erfolg auch sehen. Ne? Und das kann man eben nicht immer gewährleisten. Deshalb ist halt mein Wunsch oder werbe ich immer auch dafür, sich ein bisschen langfristiger auch zu engagieren. Und das funktioniert oftmals dann eher über Parteien als über so projektbezogene Bürgerinitiativen zum Beispiel. Dann hätte jetzt zum Abschluss der Herr Kerkhoff das Wort. Ja, also Sie haben ja im Zuge Ihres Vortrags nochmal schön abschließend skizziert, was für einen Bürger Sie sich eigentlich vorstellen. Und zwar einen mutigen Bürger, der Mut zur Meinung hat und auch mal Gegenwind aushält und vielleicht auch in Betrachtung der Proteste, die kürzlich auch in Düsseldorf stattgefunden haben. Würden Sie unter Gegenwind auch ein bisschen so die Beschneidung der Freiheitsrechte im Sinne der Sicherheit und Gesundheit dazu zählen? Und wo würden Sie die Grenze des Gerechtfertigbaren sehen? Mit Gegenwind würde ich an der Stelle nicht die Beschneidung von Freiheitsrechten überhaupt sehen, sondern die Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, ist ja die Frage der Akzeptanz von Einschränkungen, die wir den Menschen gerade auferlegen müssen oder vermeintlich müssen. Das ist ja die Streitfrage. Muss es sein oder muss es nicht sein? Da lässt sich aus meiner Sicht keine allgemeingültige Grenze definieren. Aber an dem Beispiel lässt sich sehr schön zeigen, was ich damit meine, dass wir Menschen brauchen, die in einer Demokratie auch Gegenwind ertragen. Und das ist auch der Unterschied zu einem autoritären Staatssystem. Da braucht es viel weniger Mut. Ne? Also in einem Staatswesen, in dem Entscheidungen auch der Regierung oder der Kommunalpolitik gar nicht hinterfragt werden dürfen, bin ich als Entscheidungsträger ja viel weniger Rechenschaft schuldig. Ich mache das dann einfach und Kritik ist nicht erlaubt. So in einer Demokratie brauche ich viel mehr Mut, eine Entscheidung zu treffen, die dann eben auch Land auf Land ab öffentlich diskutiert werden kann. Und ich kann das mal deutlich machen an einem Beispiel, das in den letzten Wochen in Düsseldorf ja auch für ziemliche Furore gesorgt hat. Das war dieses sogenannte Verweilverbot, das am Rhein erlassen worden ist. Das hat ja, ein Shitstorm war es jetzt nicht, aber es hat erheblichen Gegenwind hervorgerufen. Wir hatten halt gesehen an dem ersten schönen Frühlingswochenende oder an dem ersten Wochenende, wo es frühlingshafte Temperaturen gab,
waren 700.000 Menschen am Rheinufer, 700.000 an dem ganzen Wochenende. Und da ist es zu Gedrängesituationen gekommen. Da haben wir gesagt, das können wir nicht so dulden. Da müssen wir gegensteuern. Und dann war die Frage, wie machen wir das? Und dann haben wir uns gedacht, andere Städte gehen hin und sperren ganze Bereiche. In Amsterdam zum Beispiel sind Grünflächen, öffentliche Parks abgesperrt worden. In Köln ist mal die Rheinuferpromenade gesperrt worden. Wir haben gesagt, wir wollen nicht sperren, weil das Problem sind ja nicht die Leute, die da durchgehen, sondern das Problem sind die Leute, die da sich aufhalten und eben Gruppen bilden, da zusammen Kaffee trinken, Bierchen trinken, sonst was machen. Also haben wir gesagt, wir machen ein Verweilverbot. Das heißt, die Leute können die Fläche nutzen, können da entlang spazieren, dürfen sich aber nicht aufhalten im Sinne von stehen bleiben und Picknick machen. Das haben wir für die verhältnismäßigere Lösung gehalten. Und das ist in der Kommunikation völlig daneben gegangen, weil es hieß dann, ihr verbietet den Leuten, sich auf eine Parkbank zu setzen. Was faktisch stimmt, aber was natürlich nicht Sinn der Sache gewesen ist. So, und letzten Endes war das aber erfolgreich. Wir haben dieses Gedränge, was es da gegeben hat, an den Folgewochenenden komplett vermeiden können. Es ist im Übrigen auch gerichtlich angefochten worden und hat bis zum Oberverwaltungsgericht hin am Ende auch gehalten, weil das Oberverwaltungsgericht genau diese Verhältnismäßigkeitserwägung gesehen hat. So, wenn man an der Stelle dann als Politiker beim ersten Gegenwind einknickt und sagt, um Gottes Willen, gibt Gegenwind, mache ich nicht, dann kommt da ehrlich gesagt auch nichts Gutes bei raus. Natürlich muss man auch, so wie die Bundeskanzlerin das in der vergangenen Woche gemacht hat, muss man auch mal eine Entscheidung korrigieren, auch mal sagen, ich habe was falsch gemacht oder ich habe eine Lage falsch eingeschätzt. Aber man muss eben, wenn man davon überzeugt ist, eine vernünftige Sache gemacht zu haben, auch aushalten können, dass es einen erheblichen Gegenwind gibt. Und das macht dann am Ende den demokratischen Diskurs aus. Ja, wir haben keine Wortbeiträge mehr und wir sind auch, haben wir fast eine Punktlandung hinbekommen auf die 11 Uhr. Herr Oberbürgermeister, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auch vielen Dank für die Einblicke. Ich danke auch ins Plenum für die vielen interessanten Fragen. Hier wird schon digital geklatscht per Funktion, das ist natürlich auch erlaubt. Ich würde Ihnen jetzt nochmal das Wort zur Verabschiedung übergeben und danach würde mein Kollege Jonathan Seim in den zweiten Teil des Programms für heute überleiten, die Vorträge unserer Studierenden. Herzlichen Dank nochmal von meiner Seite und Sie haben das Wort. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank an Sie alle. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu diskutieren. Und bleiben Sie der Politik gewogen, mischen Sie sich ein, bringen Sie sich ein, seien Sie mutige Staatsbürger, mutige Bürgerinnen und Bürger Düsseldorfs. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn Sie Ihren Sachverstand, Ihr Engagement auch in die Politik und in die Arbeit für unser Gemeinwesen einbringen würden. Jeder, der mittut, ist herzlich willkommen. Und im Übrigen heute eine spannende Tagung. Alles Gute für Sie.